Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sonic Mythos und wir spielen wieder Forager. Und ich esse mal die ollen Eier. So, jetzt kann ich das nämlich auch aufheben. So, wir haben immer noch das Problem mit diesem Rätsel. Was habe ich da noch nicht probiert? Es gibt 16 verschiedene Kombinationen. Es muss da irgendwas bei sein, was ich noch nicht gemacht habe. Mensch. Also, ich habe das, das, das und das schon. Ich habe das, das, das und das schon. Schlechte Diagonal irgendwas? Irgendwas Diagonales? Ne, vielleicht andersrum Diagonal irgendwas? Und die 16 Kombinationen war Blödsinn, das sind viermal... Scheiße, ich habe keine Ahnung, Mann. Das Problem ist, ich sehe halt auch keinen Sinn dahinter. Ich hatte ja die Meinung, dass ich was gesehen habe beim letzten Mal. Aber da weißt du jetzt nicht mehr, Mann. Ich bin der Meinung, ich habe sie sortiert nach irgendeinem Muster. Das Ätzte daran ist, dass ja das Island langsam zuwächst. Das heißt, ich komme da irgendwann nicht mehr so wirklich ran. Jetzt also wieder freiboxen, bis das wieder funktioniert. Ah, es liegt hier hinter, das brauchen wir alle nicht. Wir brauchen hier Eisen. Eisen ist ganz wichtig. Gold brauchen wir ganz, ganz wichtig, weil Gold haben wir ja nicht. Nicht in den Mengen, weil dann könnte ich mich langsam mal Sachen ablegen. Und könnte hier mal ein bisschen aufräumen. Sowas wie Steine oder Holz braucht keiner im Inventar die ganze Zeit. Seetang muss ich jetzt auch liegen lassen. Das ist sehr schön. Gibt irgendwas, was ich aufessen kann, so schnell. Kann weitere Fischfallen bauen. Das machen wir mal. Es gibt ja auch eine Menge Erfahrungspunkte, das Bauen. Kluklum, kluklum. Gut, da wir das haben, wollen wir jetzt Steinmetz arbeiten. Weniger Stein verbrauchen und mehr irgendwas. Dann gehe ich auf jeden Fall hier drauf. Mehr Mineralien und so weiter. Dann kommen wir langsam mal in die Farmerei rein, was ein bisschen sinnvoller ist. Das links, das sieht nicht aus wie ein Buchstabe. Nee, das ist ein I, das ist ein Y oder ein T oder so. Und das Ding hier ist ein H, aber das da unten ist kein Buchstabe. Geh weg, du Schleimbatzen. Alla. Nichts kannst du. Blüb, blüb, blüb. Ja, langsam wird es hier unten ziemlich dicht, also ich kann hier bald nichts mehr machen, Mann. Das Problem ist, das alles abzubauen dauert zu lange. Und ich habe halt, wenn ich so schon null Platz habe im Inventar und so weiter, dann muss ich mir irgendwas einfallen lassen, wo ich das alles jetzt lasse. Bauen. So, dann hätte ich überlegt, ich mache hier so ein, naja, ich weiß noch nicht genau, aber ich werde dann das hier drüben irgendwo aufbauen. So eine Art Lager. Ich habe ja hier hinten den ganzen Platz frei. Ich muss da nie wieder ran eigentlich. Ich würde mich dann hier so frei durchbuddeln. Das kann ich immer fix machen. So, zap, 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 zap. Dann kann ich das da hinstellen. Was wollte ich denn jetzt? Nicht hier eigentlich. Weil ich hätte... Nee, nicht ablenken lassen. Spitzhacke wäre eine gute Idee, aber nicht ablenken lassen von dem anderen. Also.
könnte ja mal Märkte erforschen, den Markt bauen und dann kann ich auch Sachen verkaufen. Da muss ich nicht immer alles über Gold machen, sondern kann einfach auch Sachen, die ich nicht benötige, verscheuern. Juwelen zum Beispiel erstmal. Die sind einiges wert und für den Anfang ist das nicht schlecht. So. Mein Inventar ist voll. Dafür ist kein Platz mehr. Ich spiele überladen. Ich bin überladen, meine ich. Ich frage mich, was passiert, wenn man nichts isst. Stirbt man dann? Ich bin noch nie gestorben in dem Spiel, deswegen frage ich so blöd. Ne? Es ist halt eine sehr seltsame Frage, aber berechtigt. Hier liegt alles voll mit irgendwelchem Zeug. Alles voll mit irgendwelchem Zeug. Meine Güte, hier komm, ich hau alles raus. Lass alles liegen. Haben wir denn jetzt von allem genug? Haben wir denn jetzt alles genug, um wenigstens dieses Ding zu bauen? Stahl. Das ist der falsche Kocher. Hier, der Kocher. Zwei Stahl. Da fehlen immer noch vier verdammte Goldbarren. Das heißt, acht Erze. Also acht so Erzdinger. Nicht acht Notes, sondern direkt acht Erze. Ich sag euch, ich bin froh, wenn ich das endlich habe hier mit dem Erz. Ich endlich dann das Level-Up habe, um mir die Erzverbesserung zu holen. Ja, ich hab's. Na endlich. Fledermausflügel. 30% Chance, dass ich LP wieder kriege und die Monster töte. Ich hab sie natürlich jetzt auch an, coolerweise, ne? Ich bin ein Vampir. Vampir! Du. Alles ist hier unten voll. Weißt du, im Grunde brauche ich nur Erze. Woanders warte ich nicht. Ich warte auf nichts. Fast wieder reingelaufen, Mann. Ich warte auf nichts anderes eigentlich, außer auf diese blöden Erze. Brauche ich denn eine Kettensäge? Dann könnte ich alles niedermähen. Oder ein Schaf, dann könnte ich auch alles niedermähen. Ah. Okay, der war super schlecht. Taste da, da habe ich bloß gedacht, man. Kriegt man da Kopfschmerzen von. So, was habe ich jetzt? 6. Brauche noch ein Erzvorkommen im Grunde. Juhu. Da liegt eins. Ich sehe eins. Es ist versteckt. Wer es sehen kann, schreit jetzt Lancelot hier. Okay. Ein Erz! Ein Erz! Dora, we did it! Ah ne, da war was anderes, ja. Ne, da nicht. Hier, Gjoldi. Gut, dann haben wir unser Stahl. Dann haben wir endlich den scheiß Tresor. Nicht dort, sondern hier. Den scheiß Tresor. Und gleich unser Upgrade, was uns sehr weiterhelfen wird. Bevor ich das dort abbaue. Jetzt gehe ich das erstmal, dann... Mehr Mineralien. Mineralien ist echt wichtig. Jetzt habe ich Kacke im Inventar. Richtig nice. So, Skills. Zip. Mehr Mineralien. Kaboom. Dann haben wir als nächstes, dass ich immer 10% Chancen, Dings zu bekommen. Und dass allgemein beim Graben seltener Items kriegt, 30% erhöht wird.
Was ziemlich nice ist. Dann lohnt sich auch die Schaufel, glaube ich. So, jetzt haben wir genug, um das zu bauen, was ich vorhatte. Erstmal machen wir hier noch ein bisschen... So, voll, 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 voll. Und zwar Gold. Nope, jetzt machen wir erstmal dreimal Stahl. Damit haben wir zwei Plätze wieder frei, instant. Es dauert jetzt ein bisschen, bis er gewachsen ist. Ihr baut das, meine ich. Dann kann ich zum Beispiel Slime, Holz, Stein wegpacken. Das sind schon mal drei Sachen, die weniger im Inventar rumgammeln. Die Beeren kann ich wegpacken, die sind nicht mehr so wichtig. Die Blumen kann ich weglegen, die sind nicht wichtig. Dann habe ich da schon so einiges. Und dadurch muss ich unbedingt rüber. Ja, zwei Knochen. Damit habe ich jetzt drei. Mein Inventar ist voll. Das ist scheiße. Moment. Apropos Scheiße. So, ich brauche den Stahl im Inventar. So, es sind wenigstens immer drei, die jetzt rauskommen. Das ist schon ziemlich nice. Damit geht es um einige schneller voran jetzt. Klack. So, und zwar endlich den verdammten Tresor, den wir hier hinten nicht bauen können, weil wir den ganz rechts nicht sehen können. So, bevor wir das aber machen, möchte ich gerne hier nochmal eine Brücke hinbauen. Dann kommt jetzt hier der Tresor direkt daneben. Das Ding sieht so aus. Und dann können wir jetzt Sachen reinpacken wie Stein, Holz, Schleim. Diese blöden Blumen sind andauernd hier und irgendwas ist noch überflüssig. Das hier erstmal. Und schon haben wir ein bisschen was abgebaut. Und dann kann ich von mir aus auch noch das hier reinlegen. Ne? Andererseits können wir dann auch, hätten wir Kohle reinlegen können. Spielt ja jetzt keine Rolle. Das heißt, alles, was ich jetzt hier sammle, geht sofort ins Storage da oben. Dann würde ich mir jetzt einfach eine Ebene voll mit diesen Dingern bauen und fertig ist. Plunk, 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 plunk. Was habe ich da jetzt eigentlich fast genug? Die Mühle zu bauen, hä? So, gleich mal gucken. Also jetzt wächst hier so viel zu essen, da muss ich gar nicht mehr drum kümmern. Absolut nicht. Ich kann jetzt mal hier anfangen, die Insel komplett freizuräumen. Ja, das ist ja... verrückt einfach nur. Wenn ihr mal wieder ein bisschen was sieht. Meine Energie ist niedrig. Ja, kein Problem. Wir haben ja mehr als genug zu essen dabei. Erstmal das ganze Billigzeug. Jetzt geht hier richtig die Lutz. Die Lutz geht hier. Dann spare ich jetzt das nächste Eisen für... die neue Spitzhacke, weil die ist ja bald, bis ja bald soweit. Es wird ja nur noch ein Knochen im Prinzip. Da ist irgendein Erz hinter, hä? Ein Stein. Vor allem gibt das jetzt eine massenhafte EP hier. Das Problem ist, ich muss noch unbedingt Magie skillen. Da gibt es nochmal 20% mehr. Ich hätte schon viel weiter sein können. 20% weiter. So, Rüben, 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 Rüben. Ich bin ein bisschen Rübenmann. Upsi. Das war nicht beabsichtigt. Huch. Man muss halt eigentlich auch eine gute Balance finden zwischen... Nein, wie soll ich sagen? Islands kaufen und farmen. Ich habe gerade ganz schön gebrüllt, warum auch immer.
Bam! Legt eine Menge Scheiß außen rum. Blupe, 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 blupe. So, wie viel das hier nachgewachsen ist, schon wieder in der gleichen Zeit. Boah, kommst du nicht hinterher? Spitzhacke ist zu langsam. Pfeile und Bögen freischalten, ja. Nein. Schürfen. Ja, irgendwo ist ja das Ding, was ich suche, mit der Kohle. Da ist das mit der Kohle. Das hole ich noch auf jeden Fall und dann haben wir immer Kohle. Müssen wir da keine Gedanken mehr drum machen. Mein aktuell ist es ja auch jetzt schon so. Aber es könnte besser sein. Guck mal an, wie schnell das jetzt geht hier. Und ich habe das hier gerade frisch freigeräumt. Gerade alles freigeräumt. Das Gute ist, dass auch Sachen wachsen, die schnell kaputt gehen, so wie die ganzen Kräuter. Alles, was Kräuter und so ist, ist super easy kaputt zu machen. Das macht uns keine Probleme. Wie das hier. Es gibt halt auch nicht viel EP, aber das ist auch völlig egal eigentlich. Stimmt, ich wollte die Erfahrungspunkte... Na, ist egal. Das Erfahrungspunkte-Ding skillen, das ist ja nachher richtig sinnvoll. Und du hörst, wenn du kommst hier. Desto besser ist das. Danach hole ich das Bankwesen, beziehungsweise das andere. Und dann geht's auch schon ab, denke ich. Blip, blip. Blip, blip. Blip, blip. Ich bin einmal rum und rechts sind schon zwei Sachen nachgewachsen mittlerweile. Also so richtig lohnenswert ist das ja jetzt nicht, ne? Alles nieder zum Metzeln, du. Latsch, da war er kaputt. So, dann wollen wir erstmal ein bisschen wieder was nähen hier. Zack, weitere Fäden machen, dass die weg sind. Scheiße. Einmal mit der Maus verrutscht, ne? Jetzt stelle ich mich gleich an wie ein Volldepp eigentlich. Also nicht anders als sonst, aber ein richtiger Volldepp. So, fast mit Absicht Volldepp, irgendwie weiß auch nicht. Anscheinend kann er nichts für, aber ich. Naja. So. Weiter Eisen verwursten. Nope. Das haben wir. Dann können wir die Spitzhacke. Fast. Ich will immer noch dieses eine scheiß Knochenteil, ne? Ich weiß auch nicht, was die Kriterien dafür sind, dass dieses ich muss hier graben Ding auftaucht. Würde mich mal interessieren, was ist das Kriterium dafür? Versuch macht klug, ne? Versuch macht klug. Das wächst so schnell nach, alles. Da fehlt Leder, da müssen wir halt einmal bloß einen bestimmten Skillpunkt skillen und da müssen wir halt... Ich glaube, das Leder, das wir jetzt haben, also die Tierhaut, umwandeln einfach nur in Leder an diesem Tisch. Das geht ja auch super easy. Haben ja schon einiges davon. Meine Energie ist niedrig.
Ändern wir das doch. Blub, blub. Aber ich merke schon, dass dadurch, dass ich Magie nicht als erstes geskillt habe, ist das natürlich sehr langwierig mit dem Level ab, ja. Immerhin, wir haben ein neues Achievement gekriegt. Wir haben jetzt ein Bunny-Kostüm. Das könnte man auswählen, wenn ich einen bestimmten Raum finden würde. Das kann ich euch ja dann zeigen, wenn es soweit ist. Aber ich würde sagen, für heute ist erstmal genug. Ja, wir haben moderat geschafft, sag ich mal. Und ja, wir machen einfach nächstes Mal weiter. Dann bis dahin, auf Wiedersehen.